Hallo, willkommen zum zweiten Teil hier mit diesem kleinen Goslar-Spezial. Ihr wisst es, Brauhaus Goslar. Ich hatte gestern schon ja, die große hell und heute natürlich dementsprechend die große dunkel dran, dunkler Deckel daran zu erkennen. Ich habe das Etikett, glaube ich, einfach mal auch in die Kamera. Das habe ich, glaube ich, gestern gar nicht so gemacht. Dann könnt ihr euch mal kurz angucken. Dieses Etikett enthält eigentlich auch so ziemlich alle Informationen. Ja, wir haben hier Zutaten, Harzer Brauwasser, Gerstenmalz, Weizenmalz, Hopfen, Hefe, Salz und Koriander. Deswegen, wie gesagt, das Gose, die Gose oder wie auch immer man es nennt genau, das Harzer Urbier darf sich eigentlich laut Reinheitsgebot gar nicht Bier schimpfen. Zumindest nicht offiziell. Okay, dann Alkoholgehalt ist 4,8 Volumenprozent, ist glaube ich identisch mit der Gose hell. Tun sich da gar nicht so viel, ist auch nur glaube ich ein kleiner Unterschied. Und daher kommen wir jetzt auch direkt mal zu dem kleinen, aber feinen Text hier auf der Seite vom Brauhaus Goslar. Also erinnert euch daran, gestern helle Gose, heute dunkle Gose. Durch ein drittes Spezialmalz erhält die dunkle Gose den typisch rotbraunen Farbton. Der Geschmack ist leicht rauchig-malzig. Wie bei der hellen Gose sind alle wertvollen Inhaltsstoffe enthalten. Auch Alkoholgehalt und Haltbarkeit entsprechen denen der hellen Gose. So, das war's kurz und knapp. Ich habe kurz den Unterschied zur hellen Gose erklärt. Und ansonsten ist das hier eigentlich fast identisch. Und von daher, ja, machen wir es auf, gucken, was drin ist. So, ploppen muss sein. Ja, das klappt. Und jetzt gucken wir mal, ob das heute mit dem Eingießen besser klappt. Ansonsten wird wieder geschnitten, wenn es zu lange dauert. So, wie ihr sehen könnt, habe ich das mit dem Schaum nicht ganz optimal hinbekommen. Aber noch so einen schönen kleinen Schaum haben wir jedenfalls. Der ist auch sehr schön cremig und sieht einfach auch sehr schön aus, der Schaum. Ihr seht es vielleicht, ihr könnt es erkennen am durch das Glas oder auch ein bisschen nicht, weil jetzt ist es sehr trüb geworden. Die Hefe ist mit drin. Das Ganze ist absolut naturtrüb. Und sowieso in der Regel Weizenbiere eher trüb als klar. Glaube ich, mir fällt gerade kein Weizenbier ein, was klar ist. Macht, glaube ich, auch keinen Sinn. Okay, ansonsten Optik gefällt mir. Also es ist wirklich so leicht rötlich, bräunlich. Und ansonsten doch sehr ansprechend. So, dann der Geruch. Es riecht ein bisschen ähnlich wie das wie die helle Gose, aber doch einen ganzen Ticken süßer und so würzig, so leichtes Raucharoma habe ich da auch irgendwo festgestellt. Ja, definitiv ganz leichtes Raucharoma und das harmoniert aber sehr schön mit dieser süßen Würze, die da mit reinspielt in diesen Geruch. Und das riecht alles in allem sehr lecker. Also ich freue mich wirklich drauf, das jetzt zu trinken und von daher Prost. Ja, definitiv auch dieses, die dunkle Gose, auch genauso schön süffig, schön ja, sanft, wie es in den Mund reingeht. Also nicht so dieses Frische vom Pilz her, aber auch sehr angenehm kommt das so ganz, ja, wie so ein angenehmer Schwall vorne auf die Zunge direkt und breitet sich richtig schön harmonisch über die Zunge aus. Und dann haben wir ja, im Mittelteil, ja, ich glaube, dafür muss ich nochmal reinschmecken. Also hier hält sich der Hopfen doch deutlich dezenter zurück. Es kommt zwar eine schöne Herbe zustande, aber die differenziert sich doch ein bisschen von der hellen Gose. Das ist nochmal ein bisschen andere Geschmacksrichtung, aber auch wirklich sehr schön gemacht. Sehr, sehr lecker, wirklich. Also süffig, absolut. Macht richtig Spaß, das Bier zu trinken. Es ist geschmacklich wirklich eins der besten Biere, so ungefähr, würde ich jetzt sagen, von dem, was ich bisher getrunken habe. Also wirklich alle Achtung, das Urbier aus Goslar ist wirklich ein sehr gutes Bier. Ja, und wir haben dabei auch so eine ja, ein bisschen stärkere Würze drin und wirklich auch nur ganz ticken, eigentlich ähnlich wie im Geruch, nur ansatzweise so ein leichtes rauchiges Aroma mit drin. Aber das müsst ihr schon genau hinschmecken. Da müsst ihr schon genau hinschmecken, Entschuldigung, dass ihr das rausschmeckt. Weil das ist nicht so wirklich präsent. Da gibt es Biere, die sind deutlich rauchiger. Wesentlich rauchiger sogar, glaubt mir das. Aber das hier ist sehr, sehr angenehm, sehr dezent. Und der wirklich, der müsste. Das ist wirklich kein Bier, würde ich sagen, auch wovon man mehr und schnell trinkt. Sondern das ist wirklich ein Genießerbier. Das macht wirklich Freude, das zu trinken. Das ist wirklich, wirklich schön.
Ja, und im Abgang haben wir im Vergleich zur hellen Gose, ist das noch ein Ticken kräftiger. Also da hat da ein bisschen bitterer das Ganze und definitiv präsenter. Ist jetzt auch noch nicht so, dass ich sagen muss, das ist too much. Ist auch, ja, es hält sich auch ein bisschen länger im Mund, spielt dann auch mal so eine Extra-Runde und verzieht sich dann so langsam. Aber ja, habt da noch einen Moment länger was von. Aber ansonsten, ja, sehr schön, aber vor allem gerade im Abgang kommt dieses Rauchige vielleicht noch so ein bisschen mehr raus. So, ja, alles in allem auch die dunkle Gose, ein sehr gelungenes Bier, wenn es sich denn Bier nennen darf. Aber das ist für mich jetzt ein bisschen kleinlich, vielleicht zu sagen, das ist kein Bier, weil das ist nicht nach dem deutschen Reinheitsgebot. Ich sag mal, das hat seine Tradition auch in Deutschland, durfte sich irgendwann auch mal Bier schimpfen, wahrscheinlich. Und seit irgendein Bayer da ein Gesetz erlassen hat, was dann über ganz Deutschland angenommen wurde, oder einvernehmlich, sag ich mal, was, wie auch immer die Regelung war damals, so genau weiß ich die Geschichte zu dem Gesetz eigentlich nicht. Ich weiß nur, warum es ungefähr erlassen wurde, aber im Detail ist mir jetzt auch wurscht. Ja, wie gesagt, auf jeden Fall ein sehr gutes Bier, kann ich nur wärmstens empfehlen, wenn ihr in der Nähe von Goslar seid oder einem von diesen Läden, die ihr auf der Internetseite des Brauhauses Goslar nachgucken könnt. Schnappt euch ruhig die beiden Biere, testet die selber mal. Ich glaube, ihr werdet sehr zufrieden sein und ja, also wirklich, das ist mal ein so kleines Highlight in der deutschen Bierlandschaft. Muss ich sagen, das ist wirklich, wirklich schön und ich freue mich wirklich, dass es so kleine besondere Brauereien gibt, die so ja, aus der Reihe tanzen einfach und ihr eigenes Ding machen, vielleicht auch traditionelle Biere wieder ausgraben, weil sie irgendwo noch die Rezepte da irgendwo in den Schubladen waren oder hinter dem Ofen hergekramt haben, wie auch immer. Ich freue mich wirklich, dass es sowas gibt und das bereichert unser, ja, unser eh schon bierreiches Land um ein Vielfaches noch mehr. Ja, und wir sind dann auch durch mit dem kleinen Goslar Spezial. Ich hoffe, diese beiden Biere und meine entsprechenden Videos dazu haben euch gefallen. Und vor allem, wenn euch dieses Video gefallen hat, wie immer, Däumchen rauf, freue ich mich. Und ansonsten bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr seid dann im nächsten Biom 4 wieder mit am Start. Und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Abend und macht's gut.